Can't believe we really beat the dragon. Pretty impressive. That's why you the man, Saray. I know. It's about Edna's brother, isn't it? You might have noticed that already, but if we shoot Aizen with Siegfried... We might be able to get rid of the malevolence and return him to normal. It's still only a possibility. We may need more than one bullet. And who knows if this will even work. Yeah. I know that now's not the time. Sorry. Maybe I said too much. But if we scour the world, we might be able to find another way. Yeah. But Heldolf ain't gonna wait for us. This could be our only chance. I'm not forcing it, you know. Because you'll do it yourself anyways, right? You bet I will. Und damit ein herzliches Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Systeria Blind mit mir, eurem Yoshi. Beim letzten Mal haben wir ja mit etwas Wut im Bauch aufgehört, zumindest auf meiner Seite, weil dieses Spiel ganz schön nochmal anzieht zum Ende. Heute? Heute passieren eher hoffentlich schöne Dinge, denn ich habe festgestellt, plötzlich kann ich wieder teleportieren. Das ist so ein... Ja. Machen wir einfach mal. Warum ich unbedingt nach Lysia zurück musste, bevor ich irgendwo anders hingehen darf, war, ist mir ein Rätsel. Aber ich bin jetzt wieder hier. Und... ich wollte eigentlich mit der Katze reden. Mein erklärtes Ziel war ja schon mal Cat's Corner. Und ich weiß ja jetzt, was die wohl damit meinen. Zwischen diesen und der letzten Aufnahmesitzung habe ich tatsächlich ein bisschen trainiert. Nicht viel. Rose ist jetzt auf Level 49. So, und irgendwo hier hinten müsste ja unsere Katze auch rumhängen, glaube ich. Ja, da ist sie. Du, was weißt du über Cat's Corner? Oh je, nein, es tut mir leid, aber ich bin eine Katze. Keine Katz. Ja, kann man nicht wissen. Aber ich habe gehört, dass es einen hochrangigen Seraph gab. Einen Blitznutzer, der ihr Dorf häufig besucht hat. Ich kann da nicht hin, weil Opa nicht da ist. Opa! So, hey, was wäre, wenn wir dem Haus seines Opas einen Besuch abstatten würden? Opa! Aber das machen wir später. Jetzt gehen wir alles schön der Reihe nach durch, was wir... Manchmal machst du mir Angst. Ich weiß, was wir wegen Edna unternehmen werden. Das ist... irgendwie rätselhaft, aber wie du meinst. Ich bin direkt an deiner Seite. Komme, was wolle. Okay, also Ednas Bruder können wir machen. Sergej wird Frieden und Stabilität schaffen. Da bin ich auch für. Sergej ist der Beste. Er ist gut. Und wir sprechen hier immerhin von Sergej. Wenn du dir solche Sorgen um ihn machst, können wir ihm jederzeit in den Hintern treten und ihm ein paar aufmunternde Worte sagen. Ja, hinter Romano gehen wir noch nicht her. Cat's Corner haben wir ja gerade gelernt. Eine Heilige? Genau, das haben wir auch noch. Nicht schlecht. Eine heilige Frau, die ein Dorf gründet? Und das draußen im Häftlingsaustauschsumpf? Also Häftlingstauschsumpf? Da stellen sich mir aus irgendeinem Grund die Nackenhaare auf. Vielleicht sollten wir uns das ansehen. Machen wir auf jeden Fall auch noch. Da draußen gibt es jede Menge... gibt es eine Menge harte Hellions. Ja, und Menschen können sie nicht einmal sehen. Gute Informationen sind also echt schwer zu kriegen. Ich glaube, dass Seraphim die beste Quelle sind. Da waren welche auf der großen Kamelot-Brücke, aber... interessiert? Okay. Und ob es in Ordnung war, Maven in Lorien zu begraben? Ich finde das einfach perfekt. Der Typ war früher ständig in Lorien. Ich bin sicher, dass dort seine besten Freunde lebten. Wenn wir mit den Menschen in Lorien sprechen, können sie uns bestimmt viel Interessantes über den alten Mann erzählen. Was meinst du? Okay, das sind also Sachen, die wir noch anstellen wollen. Und ich hoffe, dass ich im Laufe dieser Sidequests auch genug Erfahrung sammle, um dann im Endeffekt stark genug zu sein, um gegen Simone und ihre dämlichen Illusionen zu bestehen. Die mich ja umbringen können aus irgendeinem Grund, obwohl sie Illusionen sind. Dann möchte ich ganz gerne gegen Ednas Bruder kämpfen, haben wir festgestellt. Ich hoffe nur, dass der mich nicht total über die Wupper schickt. Aber ich meine, der müsste ein schwächeres Level haben als diese Illusionen. Ich habe ja schon mal probiert, gegen ihn zu kämpfen. Ich meine, der war irgendwas um die 60. Und der ist ja kein... Verzeihung, natürlich muss ich mir ausreden, jetzt die Stimme versagen.
Und Bossgegner, habe ich manchmal das Gefühl, sind ja durchaus ein bisschen leichter als die normalen Gegner teilweise. Hey, Sergei! Ich trinke mal zwischendurch Wasser, um meine Stimme zu holen. How did the negotiations with Highland go? His Majesty and the King of Highland agreed to make peace with each other. But the process is proving quite difficult. Even though the King agreed to it? It's a mere formality. The Conservatives are steadfastly refusing to give up their conditions. And the Progressives use this opportunity to build political power. We have allies and enemies on both sides of the fence. Things are indeed in disarray. Man, just hearing about it wears me out. Yeah, sounds pretty tough. Never. It's nothing compared to what Soray and his lady have endured. Just FYI, I'm not actually his... M'lady, it is very fortunate to have someone by your side when the road ahead is rife with danger. It's common for men focused on their intentions to not realize how fortunate they are. Please, look after him. All right, leave it to me. Und schon sind wir wieder offiziell verheiratet. Please, forgive me. I'm sure I didn't need to tell you. Ah, it's time for the next meeting. Please excuse me. Sergei. Don't worry. I won't budge. For all those who have paved the way for us. Oh. Ich habe Gottes Zorn erlernt. Also sorry. Was in drei Gottes Namen ist Gottes Zorn? Rose, warum lernst du sowas nicht? So, er hat sein zweites mystisches Art erlernt. Wow. Ist aber auch lustig. Nach Sergei wollen sie gucken, aber nicht nach Alicia. Inzwischen scheinen die auch alle im Spiel meiner Meinung zu sein, dass Alicia einfach überflüssig ist. Na gut, welche Sidequest nehmen wir denn als nächstes? Ich glaube, ich werde nach Logrin gehen und von da aus dann zum Häftling-Austauschsumpf weiter wandern. Das klingt eigentlich nach einem guten Plan. Ihr müsst jetzt natürlich nicht die ganzen Wege sehen, die ich mache. Dementsprechend sehen wir uns dann gleich wieder. Und bis dahin, ciao, ciao. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Einen alten Seraphen, der ein Ausrufezeichen hat. Vielleicht kann er uns helfen. Kennst du Maven, die Entdeckerpoetin? Bitte? Ich bin so neidisch auf dieses Leben von Ruine zu Ruine wandeln und die Taten der Vergangenheit besingen. Sie ist immer eine echte Schönheit. Maven lebt noch in der Trisolde-Höhle, wenn ich nicht irre. A beautiful explorer poet named Maven? What is going on? I don't know, but now I'm curious. Also, curious times 100. Auf Trisolde-Höhle. Das kam jetzt unerwartet. Ich dachte, als die da von die Entdecker-Poetin redeten, dachte ich schon wieder, ja, Übersetzungsfehler, aber oh. Wo ist diese Maven? Ich muss sie treffen. Die Entdecker-Poetin Maven. Das ist das erste Mal, dass ich von einer Entdeckerpoetin gehört habe. Ich bin neugierig. Maven soll in der Trisolde-Höhle leben, oder? Weißt du, von Logan? Ja, da sind wir gerade, Rose. Vielleicht hätte ich nicht mittendrin anfangen sollen. Naja, gut, wir nehmen jetzt einfach erstmal den einfachsten Weg. Nehmen auf dem Weg Gegner mit. Die Trisolde-Höhle allerdings kennt ihr ja schon alle. Dementsprechend sehen wir uns, sobald was Interessantes passiert. So, wir nähern uns dieser wunderschönen Entdeckerin Maven. Das ist ein Seraph. Hab mich schon mal gefragt, warum hier ein Sarg steht. And you are? I am the Seraph Aksha. May I ask what has brought you to this distant realm, Shepherd? My name is Saray. We heard about a poet or something named Maven. Do you know anything about that? Ah, if it is the poet Maven you seek. She rests here. She passed away? Yes, over 300 years ago,
As her old friend, I care for her grave. 300 years? He didn't mention that part. It happens sometimes with long-lived Seraphim. Their sense of time gets out of sync with the real world. For the man who told us about her, 300 years ago probably felt like no more than 2 or 3. Oh, yeah, I've gotten that. Set my pudding down once and only remembered it 100 years later. Really? Doubtful. Was there something you had wanted from her? We have an acquaintance named Maven who's an explorer. We thought maybe she was family, but... Looks like the name was just a coincidence. Ich glaube kaum, ich glaube kaum. It is kaum. No coincidence. Your explorer friend is the storyteller of time, is he not? How did you know that? This Maven was also a storyteller. Those in the clan of storytellers have no names of their own. The name Maven is passed down through the generations. So the poet Maven was his ancestor from centuries ago. Doesn't Maven mean caregiver in the old tongue? Those born into that name and that oath must accept their fate to be observers of the world. But I wonder, why is that their fate? Wasn't it like the first one did some damn fool thing and wound up forced to take the oath as punishment or something? That I could not say. Only the storytellers themselves might know for sure. Where is the current Maven? Tot. We were there when he... I see. Leider. I watch the world with measured gaze as moments turn to history. The world, a lute the people play, and history its melody. Venture on, venture on. Let your actions turn the world. And I shall watch, and I shall watch, until the final star winks out. If solitude must be my fate, then people are my heart, my heart. I know your sins and shrieks and joys, for people are my heart, my heart. Is that by the poet Maven? The words are filled with love for people. Sie hat hart auf hart gedichtet. Yes, it was her dream, nicht der Prophet, but surely one shared by her entire clan. It is solitude itself that leads storytellers to cherish the world and its people. I'm sure the Maven you knew was happy to have you by his side in his final hour. I hope so. We need to work hard to live up to the hopes that Maven placed in us. Oh, ich habe endlich die Hirtenkleidung alternative Farbe erhalten. Dann gucken wir doch mal, wie Sorry aussieht, wenn man ihn umzieht. Ach, die Prüfung ist eine andere Musik. Das ist der Unterschied. Ah. Wow, Sorry. Jüngchen, siehst du gut aus. So, wo geht's zum nächsten Speicherpunkt? Wir sehen uns dann nämlich erst beim... nächsten Teil wieder. Ich mache mich jetzt auf Richtung Dingenskirchens. Hier, Sumpf. Und im Sumpf gucken wir dann mal, ob wir nicht einen Weg finden in das Dorf, das von der Heiligen gegründet worden sein soll. Und wir sehen uns gleich. Ciao. Oh. Die Wahrheit hinter Maven, die gucken wir uns natürlich an, wenn ich schon mal hier bin. So old man Maven really was dealt a tricky hand in life. Yeah, he was burdened with a special fate. Even so, he never had a problem lending a helping hand to the Sparrow Feathers. And he taught me what it is to be an explorer. He traveled all over the world. Gently guiding us to the right path. Yep, that's the Maven I know. No matter his circumstances, no matter his fate... Maven was just Maven, through and through. Yep, like how Saray is just Saray. And how Rose is just Rose. Stop copying me! You copied me first! Und ihr beiden seid doch so süß zusammen. Da kann man Sergei manchmal schon verstehen. Aber Hände weg, Rose. Der Mann ist vergeben. Er hat einen Wasserseraph. Oder so. Wir sehen uns dann bei der nächsten Sidequest. What's that? Ja, da haben wir einen riesigen Fußabdruck gefunden. Was ist das nur? Hey! Isn't this shape like a fruit? Don't say it. You know the cliche.
that's the setup for it to show itself. It's totally a footprint! You go ahead and say it after I explicitly told you not to say it, cliché. Curses! Is calling out clichés a cliché? Whatever. So do you think this pond really... was a footprint? Could be. Dragon, giant, big-footed hellion, who knows? It looks awfully old, though. I doubt it's still in this area. I'd rather it not be in any area, myself. Looking at it, I'm just amazed all over again. I think I know what you mean. How could a Seraph transform into something the size of a Hellion? You know, I have a theory. We Seraphim carry ambitions and desires the size of a dragon within us, and it's all we can do to keep them in check. If that emotion erupts all at once and produces a Hellion, it's essentially our internal passions made manifest on this Earth. Looking at it that way, the size of all the Hellions we see starts to make sense, don't you think? Huh? Did I say something funny? No. Actually, we were surprised at how normal you sounded just now. Sorry. Huh. The say something out of character and surprise everyone with how many layers you have, cliché. Enough of that! Oh, gut, dass wir das hier gefunden haben. Sehr schön. Ich wollte einmal schnell hier rauf. Und dann könnte das dann nämlich der Weg rüber sein. Und diese Struktur hier sieht so auffällig aus. Ich würde sie mir mal näher angucken. Da wird eigentlich ein Norman oder sowas hier erwartet, aber nein, es ist ein Weg zu einer Truhe. Mit Traumgummi, der ich ja jetzt inzwischen zu Genüge habe. Jedenfalls kein Problem. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht darüber kommen. Das wäre doch jetzt noch was. Aha, so geht's zu dem Dorf. Is this the village of the Saint? No one's here. Not so sure about that. Ich sehe es doch von hier aus, dass da was ist. Und darum wollen wir uns jetzt auch direkt kümmern. Wahahaha. Aber vorher gucken wir uns mal so ein bisschen im Dorf um. Kann ja auch nicht schaden. Vielleicht hatte ich ja irgendwo noch was Nützliches versteckt. Und ich meine, hier gibt es ja auch einen Weg zu einem Dungeon offensichtlich. Was auch mal da drin versteckt sein könnte. Das müssen wir uns auch mal angucken bei Gelegenheit. Ja gut. Probieren wir uns mal in dem Tierchen. I know now. I know how bottomless is human desire. Lila. You glorified me as a saint! You pushed all of it on me! You did nothing to help! You let disease take the children one by one! None of it was my fault! Careful, get back! She still had fight left in her? Dang, we couldn't purify her either. Not doing so hot, are we? Hey, wasn't that Hellion? Yeah, it must have been the Saint, betrayed by the people she believed in. Medusa-type Hellions tend to be women with high degrees of self-righteousness and hatred. Okay. Oh, so that's why you freeze when they glare at you. The Saint was a nun. Maybe the church in Pendrago would have some info on her. Let's check it out. We can't have Hellions like that running wild. Ja, dann haben wir doch schon mal bald demnächst wieder eine neue Anlaufstation. Ist doch auch schön. Und das Geld natürlich gutes Level aufstiegen. That was a difficult battle. Let's restore our vitality. So, Rose, weißt du was darüber? Die Heilige ist zu einem Hellion geworden. Ja, und ich habe das Gefühl, dass da viel mehr dran ist, als wir wissen. Wenn wir der Kirche in Pentago einen Besuch abstatten würden, könnten wir bestimmt einiges über diese Heilige in Erfahrung bringen. Gut, das tun wir auch mal bald. Jetzt möchte ich mich aber noch ein bisschen hier umgucken. Wir sehen uns, wenn was Interessantes passiert, Leute. Bis gleich.
Okay, offensichtlich habe ich keinen Schlüssel für diese Tür. Weiß nicht, ist der hier drin versteckt? Ist das was, was viel, viel später kommt? Also quasi ist das hier so der Eingang zum Ex-Dungeon? Dann weiß es nicht. Wenn ich noch was rausfinde, sage ich natürlich Bescheid. Ich habe da gerade nur so drüber geskippt, habe ich gerade... Ich hab den goldenen Schlüssel. Ha, ha. Nehmt euch die Nacht goldene Truhe dieser Welt, so wie du. Oh, tut das jetzt gut. Endlich diesen blöden Schlüssel zu haben. Passiert vielleicht zu der Tür? Ja. Was habe ich da gefunden? Ich mache schnell Speicherpunkt. Ich weiß, ich könnte einfach zum Speicherpunkt gehen, aber hey, wozu habe ich die Teile? Ich habe alle Schlüssel. Aber was habe ich gefunden? Das ist ja jetzt die große. I remember this place was in the celestial record. Das ist der metallene Grabspiegel, zu dem meine Leute bestimmt irgendwas sagen wollen. What a nice mirror. It's beautiful. Opulent, but with an understated elegance. Yeah, you can just imagine the kind of person who would own this. For a relic like this to remain here untouched, this place must be entirely unlooted. Yes, Saray. We know you only have one filter for everything. I wonder if the person buried here is a woman. Yes. She's probably the one who owned that mirror. Oh. Oh, so this was a grave. I'll be putting this back. That's probably best. Hey, do Seraphim show up in mirrors? No. Well, usually not. Seraphim sind auf ihrer. But if we concentrate, we can make ourselves appear. Wait. So you mean even people with no resonance can see Seraphim that way? Somehow, yes. But that's great! You could use that to communicate with humans! That might be difficult. It takes enormous amounts of concentration just to show up briefly. Anything beyond that is impossible. No, that's a shame. Huh, so that explains it. People always whisper about ghosts that only show up in mirrors. Those had to be Seraphim! Yes. Sometimes, when we're putting makeup on, we accidentally focus way too hard and... Putting on makeup? Well, I mean, I am a girl. Ja, und so entstehen Geistergeschichten. Aber gucken wir uns erstmal diese Tirade von Goldtruhen an, die wir hier gerade gefunden haben. Mit 10.000 Gold waren das, glaube ich. 10.000 Gold. 10.000 Gold, boah, ich gehe einkaufen. 10.000 Gold. Noch viel mehr 10.000 Gold. Und noch viel mehr 10.000 Gold. Ich bin reich. Doch trotzdem gucke ich mich hier drin noch ein bisschen weiter um. Und wir sehen uns wieder, sobald was wirklich nächstes Interessantes passiert. Mein Gott, so langsam wird es lustig. Oh, ich sehe was Mutantiertes. Sieht relativ irre aus. Das ist das Nichts. Naja, es könnte ein ganz gutes Training sein. Immerhin ist es auf dem Level, wo wir momentan rumhängen, nicht wahr? Und das war's auch schon. Der war ja leicht. It's easiest to notice the dimmer stars when they shine, they say. Übrigens, ich habe draußen noch Norman gefunden, nur falls sich wer gefragt hat. Sweets are so good, especially after a battle. Gut, ich habe nichts besiegt. Ja, genau. Wir sehen uns wieder, wenn was wirklich Interessantes passiert. Bis denn. So, und hier sind wir in Pendrago, der gesegneten Hauptstadt, nachdem wir diesen kleinen Abstecher in die Ruinen hinter diesem Dorf gemacht haben. Mal gucken, was wir heute erzählen. So it's finally over. What an incredible finishing blow. I could feel the determination just resonating. Rose didn't stop Saray this time. Huh? Did she stop him before? Yeah.
Rose was the one who killed the Cardinal when we couldn't purify her. Saray's job is to give life. Mine is to take it. That's what she said. That's so like her. It's not like we wanted her to resort to such means, of course. But why wouldn't she stop him this time? Saray found his answer. Rose wanted to give him strength. So, if you think about it that way, nothing's really changed. Oh. You're right. Rose may be more considerate towards Saray than we realize. Yeah, but you'll never know until you ask. There's no need to ask. I believe her. If you say so. So, und jetzt gehen wir doch mal in der Kirche nachfragen, was es mit dieser Heiligen auf sich hat. Aber ja, es ist was dran, stimmt. Diesmal hat Rose gesagt, ja gut, Saray, dann tu es. Aber Saray ist halt stärker geworden, was man noch in seinem wunderschönen, flatternden, schwarz-goldenen Mantel. Boah, Saray rennt in schwarz-rot-gold rum. Saray ist total deutsch. Kirchenmitglieder von Pendrago, hört mich an! Gibt es eine Weise, von der ihr mir erzählen wollt? Ach ja, was man vielleicht auch bemerkt hat, ich habe da was gefunden im Dungeon. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ist total unauffällig. Soll ich hier die Sachen prüfen? Enid Forton, die älteste der Forton-Schwestern. Oh! Eine freundliche und fröhliche Nonne. Sie hatte sich auf eine Beziehung mit Pater Erik eingelassen und brachte ein uneheliches Kind von ihm zur Welt. Beide wurden aus der Kirche exkommuniziert und in das Dorf Hausamrand des Safgottmoors verbannt. Rodine Forton, die mittlere der Forton-Schwestern. Eine Nonne, die ihren Dienst an Gott stets mit Leidenschaft und Hingabe nachging. Einige Mitglieder der Gemeinde bezeichneten sie auch als Heilige. Sie unterstützte das Landgewinnungsprojekt im Häftlingsaustauschsumpf und siedelte mit einigen Gläubigen dort hin um. Für weitere Informationen zum Landgewinnungsprojekt bitte eine andere Quelle konsultieren. Und Lynette Forton, jüngste der Forton-Schwestern. Eine redegewandte Nonne mit reichem Wissensschatz machte sich einen Namen als Reformerin der Kirchenpolitik und Finanzangelegenheiten. Nach dem Verschwinden von Papst Macedor verbrachte sie ein paar Wunder, die dazu führten, dass sie zur Kardinalin gewählt wurde. Hinweis, die Heimatstadt der Forton-Schwestern ist das Dorf Forton, jenseits der Gräfelsenke. Das Dorf ist extrem arm und es wird vermutet, dass die Schwestern praktisch dazu gezwungen waren, in den Orden einzutreten, damit weniger Münder gestopft werden mussten. Wow! I can't believe it. Both of the Medusa-type Hellions are... They're probably Cardinal Forton's sisters. Are you sure? It seems like too much of a coincidence. Well, the only way to learn the truth is to ask the Hellions themselves. But how? If we're right, then I'm guessing they've gone back to their hometown. A gut feeling? Sort of, yeah. Just a hunch based on how humans think. Well, it's not impossible, psychologically speaking. Halfway logic is better than no logic at all. And Rose's gut hasn't led us astray yet. Forton's located past Glaven Basin. Why don't we pay it a visit? Sounds good. Also haben wir schon wieder ein neues Ziel. Ich merke schon, das Zeitgequeste, da kommen wir gar nicht heraus. Okay, die verschwinden hier jetzt auch nicht. Interessant. Hier steht noch einer. Entschuldigung, der Herr. Die persönlichen Lebenswege der Priester und Nonnen in der Kirche? Euer Interesse freut mich. Die Aufzeichnungen befinden sich in diesem Bücherregal. Ihr könnt sie euch jedes Mal ansehen. Ich selbst habe mich viel in den Abenden in den Kerzenlicht in den grenzenlosen Wundern verloren. Danke. Aber ich habe schon gelesen. Gut, wir kommen ja aus dem Sidequesten gar nicht mehr raus. Rose, was sagst du dazu? Wir müssen alles über diese Medusa-Hellions erfahren. Das Heimatdorf der drei Schwestern soll irgendwo tief in der Gräfelsenke sein. Vielleicht finden wir dort etwas heraus. Tja, dann, ich weiß nicht, was machen wir zuerst? Ja, ich komme auf meine Uhr. Ja, ich mache heute eine längere Aufnahme. Ich schnibbel ja zusammen. Egal, wofür ich mich entscheide, ihr seht mich da. Bis gleich. Und da sind wir auf der Gräfelsenke und treffen hier einen Kommandanten aus Highland. Oh, Shepard.
What brings you all the way out here? I'd ask the same. Is something the matter out here? We are part of the joint border guard between Highland and Rowlands. But we spotted a village that's not on the map. We were about to go investigate. Would it be all right if we handled the investigation instead? Good call. If it turns out those two are actually back... I'm not sure I take your meaning. There's a high chance you might encounter danger there that only the Shepherd could handle. But... Please. I'm worried for everyone. Understood. Also sind wir auf direktem Weg nach Forton, um die Forton-Schwestern zu stellen. Deshalb speichere ich mal lieber. Das wäre jetzt nämlich ziemlich dumm, da hinzugehen und... Entschuldigung, meine Stimme lässt mehr und mehr nach. Ich guck mal auf die Uhr. Lange mache ich dann heute nicht mehr. Also werde ich das Spiel heute nicht schaffen, was ich eigentlich gehofft hatte. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt mal nach der Vorderschwestern gucken. Nicht, dass die hier Stress machen. Oh, da ist noch ein richtiger Speicherpunkt. Ja, dann komm doch her. Da komm doch her. Ain't you overdoing it a bit there, Mixter? No, this is about normal for me. Ich hab gar nicht wirklich was gemacht, jetzt war er, aber gut. Interessant, dass man so tief irgendwo eindringen kann in diese Gläfelsenke und dieses Dorf trotzdem noch nie gesehen hat. Zumal es ist ja ganz nah am Außenposten. Wie ist euch das noch nie aufgefallen? Gut, dann gehen wir mal ins Dorf. Das ist so euer Ding, sich hier so irgendwo in Wölfern einzunisten. There's something there. And there's two of them. Also muss ich jetzt wirklich gegen beide gleichzeitig antreten, ja? Das ist im Prinzip ein gefährliches Treffen mit euch beiden. Gut, dann geben wir jetzt einfach alles, was wir haben. Habt ihr eine gemeinsame? Nee. Irgendwas blitzt hier immer. What a formidable opponent! Ja, das kannst du laut sagen. Das war wirklich ein beeindruckender Gegner. Das dürfte jetzt das Ende dieser Sidequest sein. Warte mal, irgendwas stimmt hier gerade nicht, glaube ich. Good work. You too. Ich hoffe, jetzt ist mit der Audiospeise in Ordnung. What was that? Who are these women? They collapsed. Please take care of them. Will do. Muss ich gleich überprüfen, ob da alles stimmt. Oh, verdammt. Sekunde einmal, Leute. So, und da bin ich auch schon wieder, denn, anscheinend ist mit der Tonspur in Ordnung, aber das, nette Aufnahmeprogramm nahm auf, stört sich, aber während es dann zu zeigen, reagiert nicht, alle paar Sekunden. Jetzt scheint es wieder flüssig zu laufen, keine Ahnung, was das war, also, das geht zurück ins Spiel in 1, 2, 3. We consulted older records pertaining to this area. It turns out there was a village here called Forton that was wiped out 20 years ago. The records indicate that everyone in the village caught an illness that made them lethargic and constantly sleepy. As if they were trapped by the illusions men call dreams. Saray, do you think? Ich habe den Nimbus erhalten und es sieht fast so aus, als wäre Kardinalin Forton, Opfer einer Krankheit gewesen. Some of us are low on health. Das war jetzt also ein sehr schöner Einblick in diese Welt und in die Geschichte einer ganz besonderen Frau. Whoa, Schicksal! It's just such a pity. Was it fate that the Cardinal and her sisters all had to choose between death and a life that would turn them into Hellions? Well... There is such a thing as destiny in this world. But I don't want to believe that everything that happens is predetermined. I've never really put much stock in destiny. Everyone lives on the razor's edge between light and darkness,
You never know which way they'll fall. It just so happened that all three sisters fell on the side of darkness and became Hellions. That's all. Can you choose which side you fall on? Yeah. It's your own life, after all. Saray. Yeah. Rose has the right idea. So, und jetzt machen wir noch schnell eine Reise zum Speicherpunkt. Erstmal in eine Stadt, und zwar eine beliebige. Ich will nämlich nur kurz schlafen. Und vielleicht noch eine Plauderei mitnehmen. Und dann mache ich noch was Finales für heute. Und passt auch gut von der Zeit her. Ja, Mabo Curry, sofort bitte. Hey, Edna? What? Aren't those boots a little big on you? Got a problem with it? Nope. Just wondering if it's hard to walk in those. They used to be my brother's. He adjusted it so that it'll match my shoe size. Don't worry. Then how about those gloves? We have matching ones. What about them? They look great with your dress. Though the overall look is a little strange. My brother told me the same thing. Huh? Never mind. Just saying that you wouldn't be able to pull this look off. Guess that's true. Weirdo. Und auch das ist sowas, was ich an Rose mag. Sie ist doch nicht beleidigt. So, jo, stimmt. Hast recht. So, und jetzt wurde ich gespeichert und gespeichert muss ich noch. Also jetzt, wo ich geschlafen habe, kommt gleich was als Abschluss der heutigen Aufnahmerunde. Ich müsste inzwischen auch schon so um die 5 bis 6 Stunden gespielt haben heute. Reise zum Speicherpunkt und es geht in ein Dungeon. Und zwar geht es auf den ehrwürdigen Fallenkamm. Ich kann nicht in die Gipfelnähe. Habe ich jetzt vielleicht irgendwas verändert dadurch, dass ich das alles gemacht habe? Ah, ich habe auf jeden Fall schon mal einiges an neuen Gegnern hier stehen, wo ich einmal gegen Eisen, heißt der, glaube ich, gekämpft habe. Und alle, die es natürlich mitgedacht haben, wissen, warum ich hier bin. Ich versuche es mich nochmal. Ich versuche nochmal Ednas Bude anzugehen. Aber erstmal kriegen wir anscheinend Story dazu. Saray, why are we here? What are you after? Well, we're going to kill Aizen. Wait, what about our promise? Sorry, but I need to keep my promise with him. I've got my honor, you know? I see. So you figured it out. That the only way to save my brother is no different from the way we'll beat Heldolf. I should have known as much. There is no other way to return a dragon to its original form. Unless you kill it. Edna. It's okay. There's nothing anyone can do about it. I've always known it was true. He's nothing but a monster now. A monster who's devoured countless humans and seraphim alike. He's so far gone, he doesn't even recognize me anymore. But I kept holding on. I just couldn't give up on the possibility of him turning back to the way he was. I've held on to that silly desire for hundreds of years. I knew the truth in my heart, but I just couldn't abandon my brother. I know we have to kill him. As long as he's still alive, I... When I become a dragon, kill me. I don't want Edna to suffer for it. Huh? What does that even mean? That's so selfish of him! Leaving on a journey without me, becoming a dragon without telling me, didn't he even think about how lonely I'd be without him? Aizen, I want to see you again! Wow, Edna ist endlich übergeschnappt, aber das war zu erwarten in der Situation.
Ich habe mein Versprechen an Edna nicht halten können. Mag sein. Aber fang jetzt ja nicht an zu flenden. Du hast deine Entscheidung getroffen, oder? Du willst sie beide retten. Können wir es nicht irgendwie so hinbiegen, dass er überlebt? Das wäre voll cool. Es ist bestimmt nur irgend so eine Sidequest und es gibt einen Weg, dass er überlebt. Aber ich mach das jetzt erstmal so, speichere jetzt noch meine Speicherstand oder sowas. Wenn ich es denn schaffe. Wenn ich es nicht schaffe, dann probiere ich es eben nochmal. Vielleicht habe ich dann ja. Ja, untoter Druide, fall mir in den Kuchen. Ach, ich vergaß. Zaubernde Gegner. Ich hasse es hier so. Los, Leute, wegrennen. Zaubernde Gegner sind scheiße zu uns. Weil mir sowas hier hinzuklatschen, wenn ich gleich gegen einen Drachen kämpfe. Also zumindest ist das ja der Plan. Ich habe vergessen, wie verdammt lang der Weg zu den Drachen ist. Nein, nicht schon wieder! Ja. In order to free Edna's pain, we fulfill our promise. Flucht! Ich will nicht gegen die kämpfen. Die machen nur viel zu viel Schaden und Nerven. Hi, Finstertörers. Schön, dich zu sehen. Ich will was kaufen. Das Traubengummi nehme ich wohl. Tränke des Lebens sind auch immer gern gesehen. Du hast coole neue Waffen und so. Die muss ich mir mal demnächst angucken. Ja, ich nehme dein Zeug. Los. So, jetzt gehen wir hier rauf, probieren das noch. Too bad this is our only choice before we fight Heldolf. Yes. We must do it for Edna as well. Das ist gerade verdammt traurig. Die reden mir gerade so viel rein, dass ich schon fast glaube, das ist die falsche Entscheidung. Gerade dieser Ausdruck, bevor wir gegen Helder kämpfen. Vielleicht sollte ich es auch mal probieren, nachdem wir gegen Helder gekämpft haben. Vielleicht ändert sich dadurch alles. Man, you guys really are a bunch of morons. Weren't we always? Please don't carry the burden alone. Man, what a bunch of idiots. I can't believe you're dragging yourselves into this mess. You said it. Edna! You can grab onto me if you're scared. Yeah, keep dreaming. Du kämpfst diesmal mit? You say that now. Let's finish this. Right here, right now. Okay, ich habe im Prinzip schon den perfekten Partner hier für. Sorry to keep you all waiting. The time has come, Aizen. Be gone! Wow! Nein! Nein! Nein, keine Chance! Oh, ich mach nochmal, aber nur um zu gucken, wie stark das Viech ist. Er ist auf Level 88. Sorry to keep you all waiting. Ja, ja. Das ist klar, dass ich keinen Bock mehr den hatte. Ey, verpasst ihn wenigstens. Ich denke nicht ein. Nö.
Gut, dann gucken wir uns nächstes Mal noch vielleicht noch weitere Sidequests an und da versuchen uns vielleicht nochmal daran, dann ziehen wir uns komischer Illusion vorbeizukommen. Wie dem auch sei, wir sehen uns nächstes Mal, wenn es heißt Let's Play Tales of Systeria Blind mit mir, eurem Yoshi. Und bis dahin, viel Spaß bei was auch immer ihr noch so tut. Und wir sehen uns. Ciao.